Mit dem Projekt IntelliTIP gelang es dem Institut für Biophysik der Johannes Kepler Universität Linz unter der Leitung von Andreas Ebner und in Zusammenarbeit mit SCL SensorTech ultrasensitive, stabile und einfach handzuhabende Sensoren für Rasterkraftmikroskope zu entwickeln. Mit einer Auflösung im Nanometerbereich erlauben es diese Sensoren, die Oberflächenbeschaffenheit zum Beispiel von Zellen und gleichzeitig die Verteilung bestimmter Proteine zu bestimmen. Außerdem können Interaktionskräfte zwischen einzelnen Biomolekülen gemessen werden. Die zentralen Themen dieses Projektes waren die Verkleinerung der Sensoren, chemische Innovationen, technische Verbesserungen sowie die Verwendung von hochstabilen Bindemolekülen. Durch diese Errungenschaften soll der Kreis der Anwender, der momentan auf wenige Experten limitiert ist, entscheidend erweitert werden. Die Einzelmolekül-Nanosensoren lassen sich nun schneller, einfacher und stabiler herstellen und anwenden. So gelang es zum Beispiel, die Zeitdauer der Funktionalisierung der Einzelmolekülsensoren von mehreren Tagen auf 1 bis 2 Stunden zu reduzieren. Weiters wurde durch die technische Entwicklung der Firma SCL die Abtastgeschwindigkeit um das Fünffache erhöht.